Oh, es gibt auch im Sommer auch nichts Schöneres, als im Wasser zu planschen, oder? Bist du auch eine Wasserratte? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du bei MySims wieder Lust hast, mich ein bisschen zu begleiten, damit ich ein bisschen spielen kann. Ich bin hier noch bei der Bürgermeisterin Rosi und sie sagt, du hast wirklich großartige Arbeit geleistet, Damakash. Warum gehst du denn nicht bei Poppy vorbei und siehst nach, ob du ihr im Blumenladen helfen kannst? Das werde ich gleich machen. Und zwar jetzt. Ich muss aber auch bestimmt noch ein paar Essenzen sammeln, glaube ich, oder? Oh, ich kann im Brunnen planschen. Wuhu! Ich plansche im Brunnen. Ich plansche im Brunnen. Oh, es gibt doch im Sommer auch nichts Schöneres, als im Wasser zu planschen, oder? Bist du auch eine Wasserratte? Gehst du gerne ins Schwimmbad oder Swimmingpool oder planschst du einfach nur so unterm Rasensprenger rum? Ich finde es, ich mag Wasser einfach sehr. Das ist das Hotel. Da ist Poppys Laden. Ich guck mal, ob ich ihr helfen kann. Na, mal schauen, was die Beste zu sagen hat. Hallo, du hast das hier ganz schön schön. Ich will dir nichts geben. Ich will mit dir reden. Oh, ich bin so traurig. Kannst du mir helfen vielleicht? Kannst du mir einen Blumenstand machen? Mir geht der Platz für meine schönen Blumen aus. Natürlich, das mache ich sehr gerne, Poppy. Na klar. Glücksessenzen zu finden ist ganz leicht. Du musst einfach nett zu anderen Sims sein. Ist das nicht toll? Das mache ich hier auch gleich nochmal. Achtung, Konfetti für dich, weil du so toll bist. Oh. Ich habe auch ein Blümchen für dich gepflückt auf dem Weg hierher. Lass es dir gut gehen, Poppy. Jetzt gucke ich mal, was ich machen kann. Bis nachher. Glücksessenzen sind wirklich leicht zu machen. Ich bin sowieso immer gerne freundlich zu anderen Leuten. Ich denke mal, das ist immer, weißt du, das Leben ist schon schwer genug. Da kann man ruhig nett zu anderen Leuten sein, finde ich. Und da ist allen dann mitgeholfen. Oh, es wird dunkel. Oh, Glühwürmchen. Da ist das Hotel. Wo ist mein Haus? Ich wohne hier doch auch irgendwo. Warum renne ich so wie eine Gestörte? Hilfe! Guck mal, die rennt voll. Warum macht die das denn? So läuft sie langsam. Jetzt läuft sie wieder normal. Meine Werkstatt war doch gerade auf der Karte unten zu sehen. Da. Nee. Leeres Grundstück. Ich möchte eine Markierung hierhin. So. Jetzt aber. Jetzt finde ich auch nach Hause. Hahaha. Und dann mal schauen. An einer Aufgabe möchte ich arbeiten, und zwar von der lieben Poppy. Ein Blumenstand. Ah ja, na, So. Oh, das muss aber ein großer Blumenstand werden. Da brauche ich erstmal ein ganz großes für unten hier. Nee, das ist es nicht, das Richtige. Das ist das Richtige. So. Und so. Ach so, nein, ach, man muss das ja umdrehen. Wie drehte man das noch um? So aber. So passt es. Okay. So. Und das kann ich auch schon mal raufmachen hier. Zack. Und jetzt hier der große Klops hier hin. Und dann nochmal ein... Nee, das ist ja... So, oder? Oh, wie schön.
Das ist sehr hübsch. Und jetzt brauche ich so eine freundlichen Essenzen, nicht Exzenzen. Die könnte ich jetzt einfach daneben legen, aber ich kann da ja auch hier das so machen, oder? Ach, guck. Das ist voll schön. Das ist hübsch. Mit Sternen. Fertig. Das gefällt ihr bestimmt. Hoffe ich jedenfalls mal. Das ist besser wie der Podest. Da habe ich nur Äpfel drumherum gelegt, weil ich nicht genau wusste, wie das geht. Und ihr habt euch bestimmt totgelacht gestern. Wie? Aber das macht nichts. Das darf ruhig sein. So, der Blumenladen. Einmal bitte zum Blumenladen. Da lang. Oh, die Grillen zirpen. Ich glaube, ich muss in mein Bettchen. Hier ist doch schon der Blumenladen. Zack. Mal gucken, da wird sich Poppy aber bestimmt freuen, wenn ich ihr das gebe. Hoffe ich jedenfalls. Hallo, liebe Poppy. Oh, was ist hier? Ah, das ist Erledigte. Ah, guck mal. Ich habe 6 gebraucht, habe ich sogar gegeben. Und jetzt mache ich hier auf und kann ihr das hier hinstellen. Ah, jetzt haben meine Blumen ein hübsches Haus, in dem sie leben können. Vielen, vielen Dank. Ein Tisch. Und da kann ich meine Blumen draufstellen. Juhura, dann kann ich gleich nachher in mein Haus, nämlich. Und da dann auch nochmal gucken. Aber ich guck mal, was habe ich hier denn? Guck mal, hier sind eh noch Dekos. Ach so, ich dachte, das wird an die Wand gemacht. Ah ja, wird's auch. Guck mal hier, aber... Kann ich das da nicht mehr hinmachen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Nee, das gefällt ihr nicht. Das muss wieder weg. Da hat sie nicht so ein Plus gekriegt. Warte mal. Ein Bonsai-Bäumchen. Oh, das ist ja niedlich. Echt nicht? Das ist doch süß. Okay, was haben wir sonst noch? Poppy-Hündchen. Ja, da freut sie sich. Schau. Vielleicht ein Gemälde mit Sonnenblumen. Und... Naja, der Eckbrunnen passt hier wieder nirgendwo hin. Obwohl ich den sehr hübsch finde. Aber leider passt der nicht so ganz. Kann ich hier mal in das andere Zimmer noch? So. Ach so, guck mal. Da hat sie so eine Blume. Aber ich fände eigentlich den Bonsai. Kann man den hier nicht... Warum findet sie den nicht gut? Ich mag so kleine Bonsais. Habt ihr viele Blumen bei euch im Haus? Bei mir gehen die ja immer ein. Ich mag Blumen zwar sehr, aber ich habe echt überhaupt gar keinen grünen Daumen. Und damit meine ich überhaupt gar keinen. Also bei mir gehen Pflanzen leider wirklich ein. Das ist eher ein bisschen traurig bei mir. Oh, das mag sie, schau. Deswegen habe ich keine Pflanzen großartig. Habt ihr denn welche? Yipsi, yay! Was ist das denn aber? Poppys kleine Echse. Yeah. Ja! Na gut. Das war's mit Poppys kleinem Häuschen. Dann mal gucken, was... Oh, bist du müde, Poppy? Ich bin mal noch mal nett. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, was ich dir mitgebracht habe. Ja. Okay, bis dann, Poppy. Oh, ich habe da noch eine Aufgabe für dich. Weißt du, mir fehlt da noch was. Oh, weißt du was? Ich wollte schon immer mal ein Bett haben, das über und über mit Blumen bedeckt ist. Das wäre fantastisch. Das mache ich sehr gerne, Poppy. Könntest du vielleicht ein paar gelbe Blütenessenzen für mein Bett sammeln? Klar, ich glaube, ich habe ein paar im Garten gesehen. Das mache ich natürlich, aber lass mich erstmal... nee, ich will hier nicht sitzen, ich wollte raus. Ist hier nicht die Tür? Poppy, ich glaube, du bist im Weg. Danke. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja auch ein paar Sachen gekriegt. Ich möchte ja mein Haus auch dekorieren. Das mache ich jetzt aber erstmal. Da muss die liebe Poppy noch einen Augenblick warten. Ich möchte ja auch was machen.
So, Damakaschs Haus. Ich kann ja nicht schon wieder im Wasser planschen, deswegen gehe ich jetzt schnurstracks nach Hause. Oh, da. Oh, ich renne aber. Huch. Jetzt mal gucken, was ich jetzt hier noch dekorieren kann. Ich bin gespannt. Ich habe ja ein paar Sachen bekommen. Nee, ich habe hier... Ich habe noch nicht die Sachen bekommen. Ach so, doch, mein Haus dekorieren. Da. Eine Topfpflanze. Das ist gut. Immerhin ein Pflänzchen, ne? Viel habe ich ja noch nicht. Ein gerahmtes Fenster und eine Topfpflanze. Naja. Besser als nichts, aber. Ich kann mir ja noch selber Sachen bauen dann auch. Was ist das? Ach so, das sind Essenzfarben. Grüner Apfel, gelbe Blüte. Glücklich. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also. Aber kann ich nicht... Ah ja. Die normale Farbe, guck mal. Dann kann ich das hier doch schon mal... Ja, das soll ja die Küche sein. Das passt schon so eigentlich, ne? Na, ich warte mal noch, was noch so für Essenzen kommen und was ich dann da noch so mitmachen kann. Ich habe ja leider noch kein Bett. Aber ich könnte für Poppy ja ein Bettchen bauen eigentlich, oder? Mal gucken. Mit Blumen, also da brauche ich... Oh, es ist eh schon wieder Tag. Guck mal, ich muss mal in den Park gehen, glaube ich. Oh, Schmetterlinge. Oh, hier ist ein Restaurant, guck mal. Patricks Haus. Den muss ich auch noch besuchen, den Patrick. Ich glaube, ich mache das in der nächsten Folge. Besuche ich mal alle, die hier so sind. Und rede mit allen. Jetzt sammle ich noch die paar Essenzen ein, die ich haben möchte. Und dann werde ich mal in der nächsten Folge gucken, dass ich... Oh, hier kann ich nicht lang. Das kann ich untersuchen, aber... was ist das denn? Offenbar kommst du hier noch nicht durch. Vielleicht brauchst du ein spezielles Werkzeug. Vermutlich. Also, ich werde jetzt noch ein paar Essenzen sammeln oder gucken, ob ich welche finde. Was ist hier? Na, das ist ja... Bis Sonnenuntergang schlafen? Nein, ich will jetzt hier kein Schläfchen machen. Ich meine, ich mag gerne nachmittags mal ein Schläfchen machen, aber nicht draußen. Wenn ich den Park wiederfinde, dann ist auch allen geholfen, ne? Was ist... Oh, ich kann den mal gießen, ja? Was passiert dann wohl? Ich dünge das auch mal. Ich habe eine Dorne gesammelt. Guck mal, Dornen bekomme ich da. Was kann ich da aber pflanzen jetzt? Gartentipp, du kannst bestimmte Essenzen einpflanzen, damit daraus Bäume wachsen. Wenn du eine Essenz pflanzen möchtest, werden nur die Essenzen angezeigt, aus denen Bäume wachsen können. Vergiss nicht, deinen neuen Baum regelmäßig zu gießen. Ach, guck mal, und jetzt kann ich hier zum Beispiel noch so einen Dornenbaum machen. Das mache ich mal. Tada! Irgendwofür werde ich die Essenz schon auch noch brauchen, denke ich mal. Das ist ja nett. Nee, rausreißen nicht. In den Boden stampfen. Bam, bam, bam! So, jetzt gucke ich mal weiter. Guck mal, neue Essenz entdeckt noch. Das ist doch gut. Ah, das ist wieder Patricks Haus hier. Kann ich hier eigentlich überall was hinpflanzen? Nein, oder? Was ist das hier? Das ist alles überwuchert hier. So, Achtung! Niau, 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 niau. Blüten! Siehst du, die brauche ich nämlich. Und rote Äpfel kann man auch immer brauchen. Komm, gib her die Äpfelchens. Oh, der Baum sieht wieder gesund aus. Schau, der hat sich wieder erholt. Ich glaube, ich pflanze hier noch ein paar Bäumchen, oder? Bäumchen brauche ich ja, glaube ich, noch ein paar mehr. Damit ich viele Sachen bauen kann.
Upsala. Aber erstmal habe ich ja genug und deswegen verabschiede ich mich auch. Huch, für diese Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und dann geht's hier mal eine kleine Stadtrundtour. Mal gucken, wer hier noch so wohnt. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Deine Damakasch.